Servus, liebe Community. Heute stelle ich euch den DJI Ronin SC vor. Das ist der Koffer, in dem das gute Stück ankommt. Als erstes haben wir da die Bedienungsanleitung. Die tun wir mal weg, die braucht eh keiner. Das hier ist der Tripod. Er lässt sich aufklappen, sodass man nachher den Gimbal einfach abstellen kann. Hier haben wir den Griff. In dem Griff ist der Akku integriert. Die vier LEDs zeigen den aktuellen Akkustand an. Hier ist das Hauptstück des Gimbals. Unter der Kamerahalterung ist ein Joystick angebracht, mit dem man in jede Richtung die Kamera steuern kann. Der Akku lässt sich einfach mit dem Gimbal verbinden. Der Tripod wird mit dem Akku verbunden. Für das Montieren der Kamera sollte man etwas Zeit einplanen. Alle Achsen müssen ausbalanciert werden, dabei kann euch die App von DJI helfen. Insgesamt hat DJI bei diesem Gimbal einen guten Job gemacht. Die Verarbeitung ist hochwertig und der Aufbau leicht und verständlich. Dieser kann jedoch einige Zeit brauchen, die einem bei einem schnellen Einsatz vielleicht fehlt. Außerdem sollte man das Gewicht nicht unterschätzen. Trotzdem ist der Preis von 250 Euro durchaus fair. Ich würde den Ronin SC für jeden empfehlen, der einen preiswerten und zuverlässigen Gimbal braucht. Vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und wünsche euch noch einen schönen Tag.